Im Hin- und Herlaufen habe ich gerade gesehen, dass dieses komische Grammophon da ein Schloss hat, das von der Größe her passen könnte. You found it. Well played, Sherlock. You have in your hand a trionic lattice, also known as a time key. Put it in your pocket for now. I reckon it will come in handy later on. Okay. Da muss es erstmal drauf kommen. Ja. So. Wir müssen aber immer noch. Ah. Okay. Also, das Spiel überrascht mich. Also das Spiel überrascht mich dann doch hin und wieder. Immer wenn man denkt, ja, das ist ziemlich billig und ein bisschen einfach, dann passiert sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt wieder gar nicht mal so schlecht. Wenn die Grafik jetzt noch einen Tick besser wäre, die Spielemechanik, dass es Kollisionen gibt, dass hier das ein bisschen auf PS5-Niveau wäre, dann das ist halt schon sehr. Aber der Spielspaß, der bleibt einfach nicht auf der Strecke, zumal wenn man halt Dr. Who-Fan ist und so die Atmosphäre so ein bisschen genießt. Ja, wir gehen mal hier rein. Und ja, in der Ermangelung anderer Möglichkeiten machen wir einfach mal hier Bam. Cool. Ja. The readings I'm getting are off the chart. Oh, the crypt is absolutely infested with angels. So just get to the cabinet. Open it using the time key. Grab the time crystal and get the hell out of there. And whatever you do, don't blink. Ich wusste es. Even blink. Nicht einmal. Ja, danke. Ah, nein. Nein. Ich mach's jetzt extra mal. Ich mach's extra mal die Augen zu. Es ist eine PS4-Version. Die können noch nicht auf Eye-Tracking gehen. Das wäre natürlich jetzt die Chance gewesen, für eine PS5-Version das Eye-Tracking zu benutzen. Und jedes Mal, wenn man wirklich blinzelt, kommen die ein Stück näher. Wäre er jetzt, also ein guter Programmierer hätte das ausgenutzt. Ja, schade. Ich werf mal eben, ich setze mich mal eben hin, werf mal einmal einen Blick auf die Uhrzeit. Ding, die Ding, Ding, Ding. Ja, das ist noch vertretbar. Wir sind noch vor 12 Uhr. Das heißt, ich kann ruhig noch ein bisschen weiterspielen. Im Angesicht des Todes. Wortwörtlich, weil wer Doctor Who kennt, der weiß. Wer Doctor Who kennt, der weiß, was diese Engel bedeuten. So, das Timepiece muss offensichtlich da in die Mitte rein. Ich gehe jetzt mal einfach da durch, ohne rechts und links zu gucken, und setze es ein. Und gehe wieder zurück. Und guck mal, was passiert. It's the time crystal. Grab it Okay. before the angels decide you're a threat. Okay. You did it. And I'm using the power of the second crystal to get through to the doctor. See if she can get the TARDIS to materialize inside the building, so we can vamoose before the angels figure out a way to follow us. Okay. Was auch immer das bedeutet. Ich habe das Ding. Ich kann auch wieder zurück, oder? Darf ich wieder zurück? Looks like the generator is out. Suppose we're going to have to do this the old-fashioned way. Look, we can still get out of this place. Let's make a start by winding the crank on that generator. The one on the wall up ahead. Ja. So, drei.
the lift to reactivate. Keep your wits about you. To the left, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, to the left? To the, oder to the lift. Ne, to the lift geht nicht. Hä? Muss ich noch drücken? Oder müssen wir es nochmal nach links drehen? Nee. Hat doch was mit to the left gesagt, oder? Ich vermute, ich muss dahin gehen. Da, wo ich nicht hin will, wo es dunkel ist. Nee, da geht. The elevator's open. We're good to go. Okay. Puh. Das hat nur etwas länger gedauert. Ja, die Spielhandlung ist. You've got the time, Crystal. Everything is going to be fine. Die Spielhandlung ist ein bisschen unaufgeräumt, durcheinander und plötzlich dann wieder ganz einfach. So, und jetzt hänge ich hier. Oh, jetzt stürze ich ab. Aua. Ja? Well, that didn't last long, did it? According to the TARDIS database, Weeping Angels have a unique self-defense mechanism. Long story short, keep them inside and we should be okay. That's it. We just need to wait for the lift to reinitiate before we can pull the lever. Ah, haha. Hingucken, nicht blinken, blinzeln. Und weggucken auch nicht. Jetzt ist er nämlich da, siehst du? Mach den scheiß Dings auf. Ich muss sie angucken. Ich muss sie angucken. Ich darf nicht weggucken. Der Lift. Ah, the elevator's open. We're good to go. Da ist er. Hingucken, hingucken, hingucken. Sie darf sich jetzt eigentlich nicht bewegen. Das darf jetzt eigentlich gar nicht passieren. Ich habe sie angeguckt. Sie kann, die darf sich gar nicht bewegen. Sie hat sich bewegt. Das darf nicht sein. Aha. Das funktioniert. Wenn ich mich. Jetzt lass mich endlich hier raus. So viele. Oh nein, nicht nochmal. Okay, don't give up now. We're getting closer to the TARDIS. I can feel it. Ja, toll. Wir waren da schon. Wie viele Etagen sind wir runtergegangen? Gefühlt viel weniger, als wir jetzt wieder hoch müssen. But the system needs a moment to reset. Keep your eye on the angel. We're nearly there. Ich gucke nicht weg, ich gucke nicht weg, ich gucke nicht weg, ich sehe dich, ich sehe dich. Du kannst nicht näher kommen, du kannst gar nicht näher kommen, weil ich dich angucke. Okay, das war mein Fehler. Ich wollte nochmal gucken. Ich muss sie angucken, sie darf nicht. So we'd have to face these angels.
Doch endlich. You made it. Great. Now, let's get back to the TARDIS. Okay. Glad to be back. Things got pretty hectic back there. We make quite a good team, don't we? What took you so long? While you've been sightseeing and taking it easy, I've been doing donkey work and finding out what's behind the reality virus. First things first, though. Detector Force is trying to fix us in a tractor beam. I'm not having that. I'm going to remote pilot the TARDIS away from Earth. Back in a tick. And you might want to find something to hang on to. Okay. Pull the activation lever and let's go. Ah, oh, Mensch, Jungs, Mädels, Doktorchen. Sag mal danke, dass ich, mecker mich an, dass ich getrödelt habe. Gibt's hier auch mal einen Kaffee oder so? Einen Sitz? Ihr könnt mich mal, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. In the real world. Und da könnt ihr mich nicht dran hindern. So. Nein, aber Kaffee. So, ich habe nämlich hier noch einen Kaffee stehen. Oh, der ist fast eher leer. Ja, wenn der Kaffee leer ist, dann nehme ich einen Schluck Milch. So. Ja, also wie gesagt, das Ganze ist jetzt nicht besonders schwer. Es hakelt hin und wieder mal ein bisschen, weil man nicht weiß, was die Spiellogik von einem will. Aber so im Großen und Ganzen, das Ding hat, glaube ich, 11 oder 12 Euro gekostet jetzt. Mit den Schwächen, die es hat, weil es nur eine Umsetzung von der PS4 ist. Also grafisch. Oh, das war ein bisschen daneben. Im realen Leben kann man auch was. Na, ist noch gut gegangen. Ja, die Grafik ist halt schon ein bisschen hausbacken und halt. Ich weiß nicht, wann das Spiel auf der PS4 rausgekommen ist, aber es ist halt auf dem Niveau geblieben. Ne? Da ist nichts verbessert worden. Das merkt man schon. An der Hand sieht man es am gravierendsten, dass das ziemlich low-polygon ist. Einige andere Sachen ja auch, habt ihr gesehen. Die meisten Kreise sind halt nicht rund. Das ist halt alles ein bisschen, ne, PS4. Da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber okay, dann hätte das Spiel auch sicherlich nicht nur 10, 11, 11 12 Euro gekostet, sondern dann 20, 25. Aber das wäre es mir dann auch wert gewesen. Also eine aufgemotzte Version, in die man Zeit steckt, bezahle ich ja auch gern als Benutzer, als Spieler, als Gamer. So. Und, aber wie gesagt, dafür, dass eine PS4-Umsetzung ist, wo sind meine Hände? Da liegen sie. Ich muss meine Handschuhe anziehen. So. Na. Man sieht sie ja nicht, man fühlt sie nur. So, das meine ich, das ist natürlich, ne, nicht mehr so state of the art. Ich wäre so gerne ein bisschen durch die TARDIS gelaufen, vor allem bei David Tennant und auch bei den davorigen Doktoren. Da war ja immer so ein Aufgang, so eine Treppe rauf, das ist hier bei Jodie, das ist ja dann Jodies TARDIS, ist das nicht. Aber die TARDIS hat ja noch Räumlichkeiten mit, ja, offensichtlich mit Schlafräumlichkeiten auch und vor allen Dingen Kleider. Die ziehen sich ja immer um, entsprechend der Planeten, wo sie landen, verschwinden dann, ziehen sich um. Es gibt auch durchaus Szenen, wo sie durch das Labyrinth der TARDIS laufen, durch endlose Gänge. Jodies TARDIS hat jetzt hier nicht so einen Aufgang rechts und links, wo man hochkommt. Ich hoffe ja mal, dass da nochmal eine neue Version rauskommt mit ein bisschen mehr Technologie im Hintergrund. Vielleicht helfen ja die Verkäufe der etwas gepimpten, minimal gepimpten PS5-Version dem
der Software-Schmiede da vielleicht nochmal eine neue Version rauszubringen. Weil das nicht immer alles gleich 100.000, 100 oder 200 Millionen, Milliarden irgendwas kosten muss. Das haben andere Software-Schmieden ja schon bewiesen. Siehe Written Matter. So. Wir sollen einmal da ziehen. Und offensichtlich einmal da. Müssen wir da noch was gucken? Ne, das ist, glaube ich, nur der Einstellknopf hierfür. Das ist da nur. Ne, da komme ich gar nicht dran. Okay. Der Ton hat aufgehört. War das falsch? Nein, es bewegt sich noch. Nicely done. We've landed on. Let me see. Metabilis 4. Ah, well. It's better than Metabilis 3, but nowhere near as good as Metabilis 1 or 2. They were great. I told you I've been tracking down what was behind the reality virus. Well, now I know, and it's not good news. But if you're risking your life to help me, I think you deserve to know the truth. Emma, maybe you can generate some images to go along with what I'm telling you. Right then. Billions of millennia ago, when the universe was fragile and new, planets formed and stars began to burn. And at some point, no one really knows when, the very first sentient life form in all of creation was born. Or maybe I should say, she began to exist. The universe's first creature with conscious awareness was, by definition, all alone in the world. She spawned more of her own species, nurtured them. She was the very first mother. The cosmos expanded. Planets and stars became vast galaxies, and life spread throughout countless systems, throughout centuries. And that first sentient being, let's call her the first, well, she slept for billions of years. But as the prototype for all consciousness, the first had design faults, teething problems, the most serious of which was very obvious. She didn't know how to die. When she was revived, she looked on in absolute horror at what her children had turned into. Their warfare and cruelty and brutality all appalled her. She felt duty-bound to right these wrongs. She was compelled to destroy her creations. To eradicate all sentient life, to return the universe to how it had been when she gazed across the first horizons. To atone. The first has evolved into a super intelligent but very damaged figure. She's experienced many forms over the years, but now, I believe, she's humanoid. She sees herself as simply escalating a process that species right across the universe are already hell-bent upon. She's nurturing conflict and chaos and destruction so she can end their plight and begin anew. She's not a god, and she's not evil. She wants redemption. She wants another chance. She wants children who love her and each other. And we, well, we have to stop her. So that's who's behind the reality virus. That's who we're up against. That's who we're up against. We're close, though. Get hold of the final time crystal, and the TARDIS can get all three of them to me so I can get back to where I should be and, you know, save the universe. It's what I do best. I just want to warn you, though. The TARDIS has sensed the first is near. The danger's never been greater. Be careful. Okay. Wir haben noch 40 Minuten Zeit. May require some physical action, please. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Please make sure wahrscheinlich, dass nichts around ist, was du umkicken kannst oder sowas. Okay. Wow. Look at this place. Wow. Hey, I don't want to be that guy, but I've already got some bad news. The sands that blow across the surface of this planet are somehow blocking my Zyton readings. That means you're going to have to find the last time crystal the old school way. You are welcome, visitors.
Enjoy the serenity and grief of our world. Sieht so ein bisschen aus wie im Tal der Könige hier, ja? I think it's the planet itself welcoming us. Okay. Ein bisschen grob die ganzen Strukturen. I've had a quick squiz through the local archives, and this place is known as the Temple of the First. That can't be a coincidence. Look, I'm not jumping for joy at the prospect of going in there. But it is the most likely place to find the final crystal. We've got to check it out. Das ist doch wieder so ein Aufzug oder irgendwie sowas, oder nicht? Hier geht's sonst nämlich nicht weiter. This seems to be the entrance. So how do we get in? Das ist nicht der Eingang. Das sind einfach nur beleuchtete. There must be a way to activate this stone dais. Ja, ja. That's it. Keep doing that. I think it's working. Good old soul. Ein Aufzug. Ein ägyptischer Aufzug. Nein, einen. It's the time crystal. I didn't think it'd be that easy. Ich kann's nicht nehmen. Nee, ich kann's leider nicht nehmen. Es war zu einfach. Right. I may have spoken too soon. Hey, at least it can't get any worse. Muss das sein. So, das Ding ist jetzt im Arsch. Ist das ein Teil davon? Gleich kommen die Goa'uld. Ah, da hinten geht's weiter. Ach, das ist hochgeklappt. Okay. Aber ist das nicht die Stelle, wo ich... Ah ne, da bin ich reingekommen wahrscheinlich, oder? Ne. Ja doch, klar, ich bin davon da gekommen. So, gleich kommen die Goa'uld um die Ecke. Ich hoffe, dass SG1 in der Nähe ist, um zu helfen. Ja. Aircondition haben sich früher auch schon drum gesorgt. Cool. Mal gucken, was hier noch rechts und links so liegt. Ob da noch irgendwas ist, was mir helfen kann. Ja, ja, schon klar. Ja, ja. Alles gut. Ich wollte ja nur mal gucken. Nee? There's no time like the present, mate. I know you're scared. But you know, upwards and onwards. Looks like that's it. Okay. Das geht gleich sicherlich zu, wenn ich da dran bin. Oh oh. Scheiße. Dalek ist nicht gut. Das ist nicht zu laut. Daleks can detect even the slightest sound. Ja. We really need to get past this one and through that door. If you wander into its light or get too close, they'll attack like there's no tomorrow. And if you die, there may not be a tomorrow. Sensors indicate you are not located. The enemy said intruder detected. Identify yourself. Scanning. Scanning. Welche Tür denn? Hier ist nur die Tür.
Aber hier geht's ja. Recommencing Patrol. Hier geht's aber nicht weiter. Er geht weiter. Durch die Tür müssen wir. We need to distract it somehow. Scanning, the scanning sensors indicate you are not a Dalek. You will be exterminated. Try distracting a Dalek by throwing. Okay, so ging es also schon mal nicht. Aber das kann nicht sein, Daleks sind doof. Eigentlich kann man da gar nichts falsch machen. Oh, what? That's a Dalek. I thought this place was meant to be serene and peaceful. Too loud. Daleks can detect even the slightest sound. And we really need to get past this one and through that door. If you wander into its light or get too close, they'll attack like there's no tomorrow. And if you die, there may not be a tomorrow. Recommencing patrol. Intruder detected. Intruder detected. Intruder detected. Identify yourself. Arschloch. Also wir müssen, glaube ich, in dem Augenblick, wo er sich umdreht, müssen wir schon hinter ihm stehen oder so. Der dreht sich links rum. Ich dachte, der dreht sich rechts rum. Oh, what? That's a Dalek. I thought this place was meant to be serene and peaceful. Sensors indicate you are not a Dalek. Sensors indicate you are not a Dalek. You will be exterminated. Past this one and through that door. If you wander into its light or get too close, they'll attack like there's no tomorrow. And if you die, there may not be a tomorrow. Scanner intruder detected. Identify yourself. Es ist offen. Ach komm. Na, es ist zu spät, um das jetzt 15 Mal zu machen. Ich weiß ja im Prinzip, wie es geht. Es ist jetzt wahrscheinlich nur noch Timing. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, das aufzuzeichnen. Es ist gleich 12. Ich werde mich, glaube ich, jetzt hinhauen und das in Ruhe morgen mal durchprobieren. Wie gesagt, das liegt ja nur am Timing. Es ist ja schon klar, was man machen muss. Man lenkt ihn ab mit irgendeinem Geräusch, läuft dran vorbei und öffnet da hinten die Tür. Gut, dann wünsche ich noch eine gute Nacht.